Ja, erste Halbzeit haben wir, denke ich, ganz gut gespielt, sind gut reingekommen ins Spiel. Dann lassen wir uns auswärts bei einer eigenen Ecke auskontern. Und in der zweiten Halbzeit dann haben wir uns, denke ich, gut zurückgekämpft, gehen 2-1 in Führung. Und dann müssen wir es eigentlich am Ende nur noch über die Zeit bringen. Und dann mit der letzten Aktion das 2-2 zu bekommen, ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, ich sag, am Anfang war ärgerlich, dass wir da in Rückstand geraten sind, vor allem weil der Kretscher den ersten sogar noch relativ gut raus hat, macht er richtig stark, aber dann haben wir das Spiel geil draht, hat echt Bock gemacht in dem Stadion und dann kriegen wir am Schluss echt so ein ärgerliches Tor. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass mir der Gegenspieler sogar noch einen mit dem Ellbogen gibt. Das war natürlich dann sehr ärgerlich, dass wir die drei Punkte nicht mit heimnehmen können. Ja, war in Ordnung, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, kassieren dann das 1-0, das erste Gegentor. Ja, und dann kommen wir nach der Halbzeit eigentlich ganz gut zurück. Hatten noch ein, zwei Chancen, wo wir noch früher in den Ausgleich machen können. Und ja, eigentlich war im Großen und Ganzen ein gutes Spiel. Dass wir es dann wieder zum Schluss wie im Hinspiel hergeben, ist ärgerlich. Also mit dem Ball am Fuß hätte ich deutlich einiges besser machen können, denke ich. Das war heute irgendwie nicht optimal. Vom Bälle halten, denke ich, habe ich das gehalten, was ich halten konnte. Und es war okay. Ja, es war schon schön. Also es ist schon ein bisschen Belastung. Also es ist natürlich... Dieses Jahr habe ich eigentlich mehr hinten gespielt, da ist man jetzt nicht so für das Toreschießen verantwortlich, aber so in der Fünferkette, da wird man oft mal übersehen. Von dem her hat es mich echt gefreut, dass ich den dann, ich muss eigentlich zwei Tore machen, den ersten, den einfacheren nicht gemacht, aber wenigstens dann den zweiten gemacht. Ja, es war sehr ein tolles Gefühl, also ich war bereit dafür, ich bin seit 6-7 Wochen eigentlich gut drauf im Training nach meiner langen Verletzungspause und es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, also ich bin einigermaßen zufrieden jetzt, bis auf meinen Ellbogen, hoffe ich, dass alles gut läuft. Keine Ahnung, ich kenne es jetzt schon ein paar Mal so und ich finde das eigentlich ganz geil. So, du bist mit den Jungs unterwegs, bist nicht alleine zu Hause, du machst dir keine Gedanken über irgendwas und also ich habe perfekt geschlafen heute Nacht. Ja, also es war ein Zweikampfduell, ich stelle meinen Körper rein und er ist irgendwie dann auf mich gefallen, auf meinen Arm und dann ist der Ellbogen so durchgeknickt. Und ja, jetzt kann ich ihn leider nicht bewegen, aber ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm, wie ich denke.